Ja, dann müssen wir noch mal ein bisschen Gerste holen. Mal gucken, wo der es abholt. Gucken wir also. Allzu viel dürfen wir dafür nicht ausgeben. Das scheint hier zu sein, oder? Ja, cool. Der Preis war, glaube ich, gar nicht so. Verkauf ist 100 und Kauf ist 900. Irgendein Hinterhof. Es kann kein legaler Deal sein, aber egal. Machst du wieder mit den Polen Geschäfte? Oder der dreht hier nur. Ist natürlich auch gut möglich. Mühle. Scheint hier nur zu drehen. Okay. In 60%, sehr schön. Feld 31, okay, da kommt nicht weiter, weil ich mit den Anhängern hier spazieren fahre. Aber eigentlich könnten wir das kleine Spiel mitnehmen. Warte mal, ich fahre zu Feld 31. Kleines Spiel kann ich auch mit dem Trabi machen. Der kann ja hinten auch aufladen. Na okay, jetzt bin ich einmal hier, aber. Auf demselben Stützpunkt, wo du gerade entladen hast. Bitte? Oder? Ja, ist der Punkt. Ja, es gibt aber einmal einen Verkauf und einmal einen Ankauf. Ich denke mal, aufgrund der Touren hat er einmal draußen gedreht. Genau, weil er jetzt hier rein musste, da hinten hin. Ja, ich denke mal, das ist jetzt Getreide aus Übersee, aus Asien. Aber das merkt er ja nicht an der Verkaufsstelle. Ist halt nicht der hellste, ne? Ah, es kommt schon vor. Das ist schon ein schönes Grundstück hier, das Depot auf jeden Fall. Schön vernetzt, fast das größer als die ganze Map. Na, größer nicht, aber der größte Teil. Ah, hier ist das, okay. Und jetzt vorsichtig mit den jungen Pferden hier. So. Kommt er jetzt? Muss aussteigen. Erste. Acht. Habe ich jetzt drin 600. Und. Bin ich ein bisschen mitbringen für die. Das heißt 2100. Verkaufen.
Da muss ich noch richtig Stopp kriegen. Auf. Mir vorstellen, wenn wir den Trecker hier ersetzen, dass wir so einen alten LKW irgendwie so mit so Anhängern die Abernte und sowas, weißt du? Oder abfüllen. Ich weiß nicht, wie die heißen, die E50 und so weiter. E50. Ja, genau. Oder eine L60. Genau, und dann so ein HW dahinter da hängen und fertig, ne? Ja. Mhm. Da kriegst du ja W50 auch schon mit einem kleinen Aufbau. Ja. Mal gucken, dass wir da einen schönen Mod kriegen. Ja, gibt es. Da fährst du ja schon viel hier, obwohl es so eine kleine Map ist, aber alles sehr verstrickt und so. Wir sind jetzt bei 14. Geht der draußen wieder? Komm, das mache ich mal. Setzt ja der Brecher noch Rost an. So ein riesen Gelände und kein Wendeplatz da gemacht. Das hätte man ja hier machen können. Egal. War erstmal. Ja. Mal schauen, ob ich Feld 10 noch einkriege. Feld 10. Ach. Mit Sicherheit, wobei ich fahre jetzt zur Verkaufsstelle, aber ich glaube nicht, dass die Menge reicht, aber ich habe jetzt auch nicht übermäßig holen wollen. Aber das ist ein Kampf. Den gehe ich ein. Oh, das reicht trotzdem nicht. Oh. Dann hol doch erstmal, mach mal erstmal von Lucifer leer. Dann machen wir mit dem Trabi daher. Ich fahre jetzt zu Feld 31. Das kostet uns ja auch was, wenn wir einen Trecher länger haben. Weil wenn der Motor aus, kostet uns keine Arbeitszeit, aber der Tag dann, ne? Du willst dann nur das Feld 10 kriegen. Aber das kriegst du ja jetzt. Lucifer, soll ich die Anhänger verteilen oder beide erstmal bei Feld 10 abstellen? Ist dir eine Einschätzung? Beide bei. Bitte? Beide bei Feld 31. Ja. Ah, 31, nicht 10, genau, 31, ja. Ja. Ich habe mit dem Trabi unterwegs bin, wobei es kann kein neues Schmiermittel fertig sein. Weil wir ja keinen Raps mehr drin hatten.
Aber es könnten die Bretter, ne, was war das? Doch die Paletten, ne, Bretter fertig sein, dass wir die dann zu den Paletten bringen können. Das müssen wir mal prüfen. Wenn Trabi unterwegs bin, ja. Und ja, und da glaub, da braucht mir kein Schmiermittel. Danke. Ich freue mir morgen neues Auto. Hast du schön. Ja. Heute zum ersten Mal. Wir reden gerade OOC. In der Waschstraße, wo auch Innenreinigung per Band gemacht wird. Hier Mr. Wash heißen die. Okay. War echt phänomenal. Bis auf die an der Kasse, die war ein bisschen pumpig, weil ich Fragen gestellt habe. Nach dem Motto, hören Sie mir nicht zu, habe ich doch gerade gesagt. Aber sonst, also Waschstraße ist ja immer ein Band, in der Regel. Aber so Innenraumreinigung habe ich noch nicht gemacht vom Band. Und es sah danach wirklich aus wie neu. Für die kurze Zeit und 40 Euro finde ich für die Dienstleistung okay. Innen- und Außenreinigung. Fast zu schade, um Auto wieder abzugeben dann. Sollte man sich eigentlich öfters mal gönnen, auch wenn man das Auto noch behält, ne? Oh, vielleicht, ja. Die hätten sogar noch für 5 Euro mehr, also 45, hätten die sogar noch einen Wachs von Hand dann aufgetragen mit Maschinen. Ich glaube schon, also das ist ein Rund dann. Für 5 war mehr. Ja, für 45 Euro. Wenn man selber ein Auto gewachst hat, ja, und poliert hat, dann weiß man, was das eigentlich für Zeit ist. Und für 5 war. Oder auch die Innenraumreinigung, die ist ja nicht nur Innenraumreinigung, die sind auch außen nochmal überall mit Leder lang gegangen und alles. Also für 40 Euro finde ich die Leistung schon gut, also die Dienstleistung. Wir haben da eine Kiste, du fährst auf das Band, dann packst du noch das rein, was du mit hast im Kofferraum. Dann fährt die Kiste sozusagen mit dem Band mit und die kümmern sich damit gefühlten 10 Mann um das Auto. Natürlich in verschiedenen Abschnitten immer, ne? Ja. Und du kannst dir dann Kaffee ziehen, auch noch kostenlos. Und den kriegst du nicht mal auf, weil sie dann schon wieder fertig sind. Naja. So. 31, ist das hier vorne? Nee. Da hinten steht er doch schon. Manchmal ist man blind. Kommt gleich der nächste Auftrag mit 8000 beim Flügen. Oh, okay. Hört sich gut an. Da fällt 32, das ist bei euch da oben, wo ihr beide da rumschwirrt. Ich bin, ja genau, einreißen sind wir gerade. Stell die hier so am Rand, ne? Kann und später wieder. Das Schneidwerk so groß? Aber eigentlich kann der Trecker hier bleiben. Ich bleibe ja immer Motor nur aus. Weil jetzt Trabi ein bisschen. Okay. Hast du keine Stromdose? Mal der Tanker ist. Ich zeig dir nochmal Diesel an.
Hm. Sorgung, nehmen die Hühner ja auch. Was für die Hühner? Sorgung, dann nehmen die Hühner auch. Ah, okay. Ja, müssen wir mal gucken, was wir da ernten. Ich gebe erstmal den Auftrag jetzt ab. 1400 passen hier drauf, sonst gucken wir da einfach mal was. Und ich nochmal Getreide dann hier von oben. Haben wir zumindest erst. Ich denke mal, dass es günstiger ist als dieses Hühnerfutter. Das Hühnerfutter. Lecker ist im Angebot. Hühner, 1500 pro Tonne. Ja. Wir zahlen ja da oben. Mal gucken, wir können ja, aber wenn die so rumhörst, nehmen, können wir ja gucken, was am günstigsten ist. Erste kostet 900, Weizen 1000, Kuhmilch 1200, ja, dann können wir Gerste einfach holen, fertig. Oder was nehmen wir noch an? Anders hier. Im Hub in der Übersicht. Kämpf, Trabi, kämpf. Denk dran, 50. Aber ich habe mal geguckt, du hast recht, ne? Das hätte ich mir echt nicht gedacht, dass das so günstig ist. Umzugsfirmen gibt es sogar Vergleichsrechner, ne? Was günstig ist. Da kommt man hier bei meiner Wohnung auf 800-900 Euro, wahrscheinlich sogar weniger, weil ich wohne Erdgeschoss. Ja. Und da ist der Weg nicht weit. Kommt noch drauf an, wo man halt hinzieht, ne? Wie weit das dahin ist. Ja, gut. Da musst du denn, oder du guckst natürlich, dass du eine Firma nimmst, die zwischen den beiden Umzugsorten liegt, weißt? Hm. Dass du dann theoretisch in beide Richtungen fast dieselbe Anfahrt hast, haben die Jungs. Ja, aber es kommt ja aufs Gleiche raus, ne? Ob die einmal morgen einen kurzen haben und dann abends eine lange. Naja. Oder ob die, ne? Nee, aber ich hatte eher so an 2.000, 4.000 Euro gedacht. Sowas. Ach Quatsch, nee. Aber da kommst du ja überhaupt nicht hin, also selbst, da musst du schon fast im sechsten Stock wohnen. Selbst da nicht, selbst da wird es nicht so teuer. Das geht ja um die Quadratmeter, die berechnet das ja anhand der Quadratmeter, die räumen. Also zumindest ist das bei uns hier oben so. Ja, der Rechner, da zeigt er auch Quadratmeter, dann kommt noch auf dran, wie viele Zimmer das sind. Da gibt es nochmal einen kleinen Aufschlag, je nachdem Möbelanzahl und so. Weil der Hauptanteil ist in die Quadratmeterzahlen, ja. Das muss man sich dann überlegen, ob man denn mal einmal. Ja, da bin ich schon fast ein Freund von, ne? Ansonsten. Ja, ist halt viel Schlepperei. Oder ob man sagt, aus dem Bekanntenkreis, komm, wenn du einen hast, kriegt einen 50er oder so. Die Schlepperei ist halt das Schlimme, ne? Die Fahrerei ja auch noch nicht mal so. Und die Schlepperei, da bin ich einfach nicht mehr der Freund von, dass wir früher anpacken, los. Anstrengend war es früher auch immer, ne? Aber. Wenn du solche Probleme hast, bei solchen Sachen hast du immer die Probleme, dann hast du die Freunde, die sagen alle dazu. Und dann ist der Tag dran und dann hat der keine Zeit und der keine Zeit. Ja. Wie gesagt, und dann machst du es wieder alles alleine und dann wissen wir ja alle, wie lange das so eine Sachen dauern können, wenn man sowas alleine macht. Jetzt hat es noch nicht, also aber es wurden immer weniger und umso weniger, umso mehr müssen sie laufen, ne? Ja. Natürlich machen es dann auch alle, kotzen tut man trotzdem, ne? Ja, es gab ja früher schon so, da machst du beim nächsten Mal Urlaub und die Unternehmen macht das. Gibt es natürlich auch, aber ein bisschen bei will man schon sein, aber Schlepperei halt nicht. Und die haben dann ihre Techniken, die wissen, wie es geht, anpacken. Ja. Die ist auch noch Lauferei, aber ist denen ihr Job dann halt, ne? Ja, die laufen nicht. Die selbst erste Etage stellen, die den euren Lift an und dann geht alles auf den Lift vom LKW direkt rauf auf den Lift hoch, fertig. Wie gesagt, ich wohne im Erdgeschoss, das heißt, du kannst hier viel aus dem Fenster geben oder direkt in die Terrasse raus. Ja, und dann machen die das so, bei uns haben die das dann gemacht, hier ran direkt rückwärts, ran ans Haus und dann einfach nur Ladebordwand hinten und dann raufgestellt und dann immer nur so rein.
Weil so Kisten packen, jetzt Neubau, erste Etage, passt das ideal. Rückwärts rangefahren mit dem LKW, Ladebordwand ran und dann nur Bus. Auch so Sachen packen, dass man alles schon in Kisten hat, das habe ich sowieso immer gehasst, wenn du irgendwo geholfen hast und du musstest dann noch selber Sachen aus den Schränken nehmen. Wo du wirklich sagst, du hast alles und dann brauchst du nur packen, packen, packen. Vor allem können die dann schon planen, wie viele Kisten haben wir. Was sind die längsten Gegenstände, ne? Also Möbel. Ja, wie gesagt, die kommen auch und packen dir das auch alles. Du musst das ja nicht. Aber da bezahlst du dann halt auch wieder, ne? Ja, das kriege ich hin. Das ist ja nichts, kein Gewicht, ne? Und da kannst du ja, wenn du umziehst, ist ja nicht so, dass du sagst, oh, jetzt morgen komisch Umzug ist da. Ja, also du planst es ja schon ein bisschen früher. Wie gesagt, bei diesen Umzugsunternehmen kannst du ja auch gleichzeitig hier so eine Kisten mieten, denn theoretisch dafür. Also bei uns hier bei den Umzugsunternehmen war das so. Dann kannst du ranfahren oder die liefern dir die Dinger und dann. Ja. Wie gesagt, wenn du die sagst, sag mal, du brauchst, jetzt grob geschätzt, du brauchst 150 Umzugskartons, dann liefern dir die Dinger an und dann kannst du das einpacken. Ja, auch nochmal cool, brauchst du nicht kaufen. Ne? Die stehen dann auch noch rum und werden auch nicht besser durch. Richtig. So nach dem Motto, ach, wird schon mal wieder einer gebrauchen. Dann halt auch nicht da. Wie gesagt, die kannst du bei denen auch mitliefern lassen. Die liefern die Dinger dann auch. Und holen die, da rufst du dann an, wenn du ausgepackt hast, und dann kommen die und holen die auch wieder weg. Ja. Wer hat denn hier entschieden, dass hier kein starker Mann drauf ist? Ich weiß auch nicht, wer das war. Ich den kriege, ne? Mhm. So, wenn ich mich hier um eine Säule gewickelt. Warum machst du sowas? Ja, ich suche gerade die Verkaufsstelle hier. Aber wenn du dich um Säulen wickelst, findest du sie nicht. Das stimmt. Ich habe nur die Übersicht dann. Ja, dafür musst du ja hochklettern. Ja. Ich kann ja sagen, wir sind ja nicht live. Es gibt jetzt morgen die Ankündigung auf die neue Map und Luxus Edition. Okay. Ein paar Gerätschaften kommen wieder dazu. Morgen Embargo, aber die Folge wird ja, das ist schon übernächst. Da ist die ja schon raus. Aber Maps haben mich noch nie wirklich tangiert von RLS Giants. Es sei denn, die erste, wenn nichts anderes da ist, aber ansonsten. Ich werde es ja sehen am Freitag bzw. am Samstag. Das ist richtig. Jetzt schon wieder hier. Ah, der Lucifer hat schon wieder seine Kippen hier drin liegen lassen, Juwel. Das ist bestimmt seine Marke, ne? Glaube ich nicht mehr. Das Marlboro wird ja eingestellt. HB und so gibt's auch nicht mehr. Ah, okay. Oder gibt's die noch, Lemmy? Ja, Lucifer gibt es noch. HB, glaube ich, auch. Okay. Weil Kabinett, glaube ich, auch noch, ne? Dann gab's so eine rote, eine Red Hand und sowas. Was gibt's? Also, weil das war eine Westmarke, glaube ich. War ja ohne Filter, die hat mein Onkel gebraucht immer. Na hier, die Dings gab's ja auch ohne Filter hier. Jubi? Caro? Die war auch ohne Filter. Ja. Ja, Caro ist richtig. Gab's auch ohne Filter. Nur was wir fertig kriegen. Da tanken. Ich bin Mähdrescher. Gott sei Dank, das konnte nicht der Trabi gewesen sein. Doch, der hat einen Aschenmäher voll gemacht. Da, fertig. 859 packe ich erstmal in den Hühner hin.
Natürlich ready. Ja, ob wir da jetzt Gewinn gemacht haben, aber nicht abgeben, weil wenn das auch draußen jetzt gefehlt hätten.